Guten Tag, mein Name ist Sabine Tiepemann. Ich bin bei den Stadtwerken Duisburg als Projektingenieurin tätig und möchte Ihnen heute unser IKWK-Projekt vorstellen. Die innovative Kraft-Wärme-Kopplungsanlage Duisburg-Hookingen ähm, wird aufgebaut sein aus einer Wärmepumpenanlage mit einer thermischen Leistung von 4 Megawatt. Ähm, wir werden die Wärme aus ähm, dem gereinigten Abwasser der städtischen Kläranlage Huckingen dafür nutzen. Außerdem wird eine BHKW-Anlage gebaut von, mit einer elektrischen Leistung von 9 Megawatt und eine, ein elektrischer Wärmeerzeuger. Das Duisburger Fernwärmenetz versorgt ca. 70.000 Haushalte und Unternehmen mit Wärme. Es gibt zwei getrennte Netzbereiche. Unser Netzbereich Mitte Südwest. Wird ähm, versorgt in der Hauptsache durch unser HKW 3 in Wannheim, ein Gasturbinenkraftwerk. Außerdem gibt es zwei ähm, Heißwasserkessel in unserem Heizwerk Mitte. Die Stadtwerke Duisburg betreiben auch drei 1MW-BHKW und äh, zwei dezentrale Heizwerke in diesem Netz. Ähm, aktuell werden im Heizwerk Mitte sieben BHKW-Anlagen gebaut äh, mit jeweils 4,5MW elektrisch. Und äh, diese sollen im nächsten Jahr 2022 in Betrieb gehen. Die Kläranlage in Huckingen hat einen Einwohnerwert von 135.000, hat also ein sehr großes Einzugsgebiet im Duisburger Süden und äh, ist auch direkt an unser Fernwärmenetz angebunden. Im letzten Jahr haben sich ja die äh, Förderbedingungen geändert im äh, KWKG mit dem Kohleausstiegsgesetz. Und seitdem ist es auch möglich, die Wärme aus dem gereinigten Abwasser von Kläranlagen als regenerative Wärmequelle in einer IKWK-Anlage zu nutzen. Die Stadtwerke Duisburg haben daraufhin sofort eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, um zu untersuchen, ob ähm, sich ähm, diese Möglichkeit für uns eignet. Und es wurde als technisch und wirtschaftlich sinnvoll bewertet. Die, ähm, die Wassermengen, die ähm, an der Kläranlage äh, in Huckingen anfallen, sind ja sehr stark schwankend im, im Tages- und auch im Jahresverlauf. Sehr stark schwankend. Wir haben die Betriebsdaten aus drei Jahren ausgewertet. Es ähm, stellte sich heraus, dass die Temperaturen so sind, dass wir im Winter ähm, mindestens 8 Grad haben, im Sommer bis zu 25 Grad. Ähm, die Volumenströme, wie gesagt, sind sehr stark schwankend. Aber es, es sind eigentlich nur wenige Stunden unter 800 Kubikmeter, äh, vornehmlich im Sommer und in den Nachtstunden. Die ähm, von den Herstellern ähm, angebotenen Wärmepumpenanlagen haben Vorlauftemperaturen bis 80-85 Grad. Ähm, diese Temperatur können wir nicht jederzeit in unser Fernwärmenetz einspeisen, ähm, da wir im Winter bis zu... 130 Grad Wohllauftemperatur im Fernwärmenetz haben. Ist es also nur möglich, bis zu einer Außentemperatur von ähm, 6 Grad und darüber ähm, hier durch die Wärmepumpe einzuspeisen? Wir haben diese Restriktionen dann ähm, im Rahmen einer Betriebssimulation äh, mal durchgerechnet und ähm, haben äh, bestimmt, wie viele Betriebsstunden diese Wärmepumpenanlage denn bei uns ähm, betrieben werden könnte. Wir kamen da auf ähm, etwa etwas über 5.700 Stunden und mit einem ähm, ausreichenden Sicherheitsabschlag äh, davon können wir auch gewährleisten, dass wir äh, mit der Anlage unseren Anteil an der Referenzwärmemenge, der laut IKWK-Förderung ja gefordert ist von 35 Prozent jährlich auch erreichen. Man sieht hier auch mal die Plandaten. Ähm, wie gesagt, BAKW 2 x 4,5 MW, die Wärmepumpe äh, hat eine Leistung von 4 MW thermisch. Und wir würden mit den äh, Betriebsstunden 3.750 Stunden jährlich eine Wärmemenge von 15.000 Megawattstunden erzeugen. Ähm, das hieße, Referenzwärmemenge 42.000 hieße das, wir würden diese 35 Prozent ähm, dann auch erreichen können. Da ist also genug äh, Luft auch noch drin. Ich zeige hier mal die Standorte. Ähm, die beiden BHKWs werden in unserem Heizwerk Mitte aufgestellt, in einem bestehenden Gebäude. Das ist also dasselbe Gebäude, in das momentan auch äh, die sieben äh, BHKWs jetzt schon gebaut werden. Da sind noch Stellplätze vorhanden und die gesamte Peripherie ist ja auch schon vorhanden dort. Der elektrische Wärmeerzeuger ähm, wird auch im Heizwerk Mitte errichtet. Für die IKWK-förderung würden wir ähm, eine Leistung von mindestens 3 mW benötigen für den elektrischen Wärmeerzeuger. Wir haben uns aber entschlossen, ähm, dass wir eine 30 mW-Anlage bauen wollen, denn äh, um auch damit am Regelenergiemarkt teilzunehmen, ja, und die müssen ja sowieso direkt elektrisch verbunden sein, beide, deswegen ähm, werden die beide auch im Heizwerk Mitte auf, aufgestellt. Und ähm, ja, die Wärmepumpenanlage wird in ähm, Duisburg-Hucking direkt an der Kläranlage errichtet. Hier ist auch mal ein Bild von dem Standort. Und äh, das sieht man hier nochmal in der ähm, Ansicht direkt vom, im Luftbild. Ähm, den Standort von der Wärmepumpenanlage. Da wird ein neues Gebäude errichtet. Ähm, ist auch direkt an unserem, äh, an unserem Fernwärmenetz da gelegen. Und die. Ähm, das Abwasser wird entnommen aus einem Pufferbecken, aus einem vorhandenen Pufferbecken ähm, am Ablauf der Kläranlage. Wir werden dort ein ähm, Aufstaubecken zusätzlich ähm, einrichten, sodass wir eine Wasservorlage haben und äh, gleichmäßig dort Wasser entnehmen können. Äh, über einen Pumpenschacht wird das dann in die Wärmepumpenanlage gefördert und äh, mittels Rohrbündelwärmetauscher äh, um etwa 5 Grad abgekühlt. Und anschließend wird das Abwasser wieder in das Pufferbecken zurückgeleitet. Das ist soweit der, der geplante Aufbau. Ähm ja, vom Projekt her haben wir ja letztes Jahr die Machbarkeitsstudie durchgeführt. In diesem Jahr wurde dann die ähm, Vor- und Entwurfsplanung fertiggestellt. Aktuell sind wir dabei, die Genehmigungsunterlagen vorzubereiten und beginnen mit der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen. Die Inbetriebnahme und Fertigstellung ist für das Jahr 2024 geplant.